Hallo Freunde, willkommen zur weiteren Folge Minecraft mit den Flöchen. Hallo. Stille bei Ihnen. Ja. So, nee, es hat sie unten rausgezogen. Ich bin gerade noch am Tüfteln. Tüftel du mal. Aber es sieht, glaube ich, bis jetzt ganz gut aus. Aua. Da was rausgezogen? Ja, das müsste jetzt alles da drüben landen, oder? Nee, tut's nicht. Nein! Blöde Axt. Reißt die mir einfach hier noch was mit raus? Ah, One Piece funktioniert! Hä? Komm mal her, das sieht ganz cool aus. Also muss man hier um die Ecke kommen. Ich seh's. Flup, 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 flup. Sieht man da auch was? Nö. Was liegt denn da unten auf dem Boden? Bisschen Müll. Das liegen Erze, das ist kein Müll. Aber ist, Oh. Ja, warte, da wird das wahrscheinlich klar abbauen. Oh, Mining done. Weißt du, was mir da gerade einfällt, Vampi? Wir könnten theoretisch das Ding jetzt... Oh, ich hab da eine schöne Idee. Darf ich die ganze Geschichte wieder umbauen? Aha. ja, was wollte ich machen? Ich war dabei gewesen. Da habe ich noch ein paar Löcher. Ich habe meine Wand hier ausgebaut. Und irgendwie muss ich irgendwann mal meine Kisten ein bisschen loswerden. Das wird ziemlich eng sonst. Ja. Und ich muss die Bäume irgendwann auch noch anpflanzen. Das heißt, ich brauche wieder sehr viel Erde. Dass ich irgendwann sehr viel neues Essen machen kann. Perfekt. Wir haben da irgendwo sicherlich einen Haufen Erde. Bumpy, weißt du zufälligerweise, ob man diesen Mining Drill da irgendwie noch verbessern kann? Ja, mit dem... Ich muss gestehen, von dieser Mod, von dieser Actual Activity, Actually Edition, irgendwas Mod, habe ich eigentlich nur die Grundmod, die Grunddinger immer gehabt, hier mit diesen Umwandler und so, und das war's. Ich habe mich nie großartig mit dem Mod beschäftigt. Also wenn du mich fragst, kriegst du keine Antwort. Okay. Solltest du echt mal lieber... Da müsstest du weiter googeln. Sonst müsste ich wirklich mal diese Item Relays mal ein bisschen. Naja, ansonsten hätte ich eventuell die Idee jetzt. Da muss ich jetzt ein paar viele herstellen eigentlich. So, das gleiche geht auch mit Energie-Release, Vampina. Ja. Hätte ich eventuell eine schöne Idee. Wo willst du das hinstellen? Ja, wir können das ja mal da drüben hinstellen, weil ich glaube, hier hüben haben wir noch gar nicht geformt. Was ist denn jetzt wirklich? Wo? Mal hier bei deinen... Ja, das ist... Ach, das ist ein bisschen verzwickt bei uns, die Lara, weil wir haben ja schon ein ganzes Stück da. Ja. Mit dem Phantom Booster wird es wahrscheinlich gehen. Es wäre halt geil oder gut. Da brauchen wir aber Terrastühle dafür. Was ist denn... Kann ich mit dieser Kohle auch sowas machen? Nein. Warum haben wir hier eine ganz komische Kohle, die keine Kohle ist? Ich mach die wieder zu einer Kohle. deswegen, aber dafür braucht man echt sehr viel mehr Strom.
Das war echt dann den anderen Miner bauen, den ich damals dir gesagt habe. Allerdings braucht er halt, abgesehen davon, dass er sehr, sehr viel Strom braucht, ist ja auch halt relativ, ja gut, ich würde jetzt nicht sagen direkt teuer, aber der ist teuer. Bis wir alles zusammen haben für die erste Stufe. Und ich glaube, bei denen gibt es 6 Stufen. Ja. Ich würde mich mal weiter mit dieser mit der Crit Power mal ein bisschen weiter auseinandersetzen. Die beste Grid Power Produktion entweder mit Water Mill, Braus. Ich wollte mich da eigentlich mit der Quest also so an und für sich beschäftigen, sowieso, also von daher. Naja. Die allerbeste Stromproduktion Grid Power ist mit einem Drachenei. Ansonsten sagt man immer das Watermill. Wie gesagt, mit Grid Power kenne ich mich ein bisschen aus, weil ich halt früher oft gerne mit diesen Angel-Dinger gearbeitet habe. Mit diesen Angel-Ring zum Fliegen. Weil wir kommen nämlich momentan auch nicht bei. Das sag schon. Ganz jetzt weiß ich es nicht mehr. In Nee, einem Tier 2 weiter. ja, beim MS-System kommen wir momentan nicht weiter. Deswegen. Ich denke mal, das wird was mit dieser Crit Power da zu tun haben. Kann ich mir nur so vorstellen. Beim ME. Also auch bei dieser Questreihe. Mit den ME. Ja gut, das oben braucht man ja nicht machen, weil es halt das Alternativ-ME ist. Also den Control Black von Refined Storage brauchst du ja nicht machen, weil da hieß ja damals, such's dir aus. Unten Luna Panel. Da bin ich gerade bei. Weil ich kann Give mir gut Power vorstellen. Storing nice hours, okay. Weil ich könnte mir vorstellen, dass das dann irgendwie zusammenführt. Also dass unten diese Grid Power und das da oben zusammenkommt. Möglich ist es. Was ich mir auch vorstellen kann, Mambi, wenn wir hier durch sind bei der Luna Power oben und oben die anderen beiden noch, dass dann schon das Tier 3 schon fertig wird. Könnte auch sein. Aber dann wäre es ja ziemlich kurz gewesen, oder? Du musst es so sehen. Wie lange hängen wir schon wieder hier dran? Wie viele Folgen hängen wir schon im Tier 2 wieder fest? Keine Ahnung. Wovon gerade hauptsächlich du das nur machst, weil ich mich gerade irgendwie mehr wieder versuche, unser Essen zu erweitern. Weil es wird doch ein bisschen lästig mit dem Essen. Wie heißt die Mod? Gott, gucken mal. Ach, Wampi, ich habe mir etwas ausgedacht. Was Wegen denn? Energie. Ich habe da na, was soll ich sagen? Es gibt da eine Mod, wo wir richtig gut Energie kriegen würden. Nuklear? Big Reactor, wenn es mit drauf ist. Müsste, glaube ich, mit drauf sein. Ist mit drauf. Es ist halt nur. Ja. Entweder bräuchte man Stahlplatten oder Mana-Stielplatten. Wir brauchen einfache Platten aus Graphit und Dilithium. Das ist ja wieder nicht. Und selbst der Kontrollblock, das ist ja. Was sind das für Reinigungsmaschinen? Okay. Ich finde es irgendwie gerade geil, dass er die Rezepte so abgeändert hat, dass du teilweise wirklich auch die, dass du Rezepte für eine an ganz anderen Mod für brauchst. Aber an sich, die Mod ist drauf, ja. Okay. Wie heißt denn die Wassermühle auf Deutsch von dem Modpack? Also hier. Um welchen Mod-Pack? Mit so Crit Power. Watermill heißt auf Englisch Watermill.
Okay, ich bin mal ganz kurz AFK. Mein Kompagnon kommt gerade. Jo. Oder doch auf Deutsch? Wasser. Watermel, doch. Jo. So, ich glaube, das dürfte erstmal reichen. Vorübergehend. Mal gucken, wie lange. Machen wir hier noch schnell ein paar Fackeln rein, dass wir nicht irgendwann doch nochmal Besuch kriegen. Doch, ist alles noch mit drin. Perfekt. Dann bauen wir noch ein bisschen Eichenholz, ein bisschen Zäune. Und dann warten wir eigentlich nur noch auf ein Flöchchen. Ja. Ui, hier liegt ein Katana. In der Schachtel, in der Truhe. Wahrscheinlich von dir noch. Kann man die Dinger auch essen? Nein. Ich habe hier mal gerade so weit die meisten Bäume einmal abgeholzt. Okay. Ich werde das hier gleich mit den Bäumen schön machen, dass sie nicht so kreuz und quer stehen. Dass man da auch immer gut durchkommt, dass es einfach schöner aussieht. Ich tue mal bitte auflassen, dann hätte ich ganz gerne... Ach, das wird gleich lustig, Vampir, wenn das klappen sollte. Wenn es nicht klappt? Ja, dann haben wir, dann haben wir ein riesengroßes Loch. Dass du dann wieder zumachen darfst. Sagst du Kontrollblock? Denk, schau nur, dass du es richtig einstellst, dass er nur Erze nimmt. Weil, wie meinst du das? Oder wovon redest du? Von dem Reaktor. Achso. Ja, wenn du den Big Reaktor machst, der geht nicht in die Luft. Also nicht so schnell, wenn du es gescheit machst. Ich will das Ding. Also ich will versuchen, das Ding 13x13 zu bauen. Dafür haben wir keine Materialien. Meinst du? Ja. Hast du dir schon angeschaut, was du dafür alles brauchst? Ich habe die Teile, also Reaktor-Controller, Reaktor-Access-Point, die Fuel-Rods. Ja, ja. Aber du darfst nicht von der offiziellen Homepage ausgehen. Denk dran, bei uns sind die Rezepte komplett anders. Ja, ich weiß. Aber ich suche gerade diese... Sind das für Blöcke, die da hinstellt, die da gebaut werden? Also. Keine Reaktor. Gibt es irgendwie noch so ein paar Blöcke, die. Ah, Reaktor Chasing, okay. Reaktor. Okay, wir haben keine Big Reactor drauf, aber haben wir nicht drauf, oder? Doch. Wir hätten auch Extreme Reactor drauf, ne? Das ist ja Big Reactor, ist ja Extreme Reactor. Okay.
Muss man eben ganz schnell WhatsApp zumachen. Wir könnten auch eine Turbine bauen, Waffi. Habe ich davon keine Ahnung. Turbinen weiß ich nicht. Habe ich irgendwo noch den Smoker? Ich glaube, ich baue die Turbine. Das ist, glaube ich, auch eine gute Idee. Wenn du weißt, wie die funktioniert, auch von Betriebannahme her. Wir brauchen, das kann ich jetzt schon sagen, irgendeine Pumpe fürs Wasser. Okay, Turbinen-Housing-Blocks. Ja. Stell ich dich her? Gar nicht. Und... Okay, das geht. Die sind gar nicht mal so teuer. Black Iron Slate, wo krieg ich euch her? Alter, wie leer die Fläche hier auf einmal ist. Bumpy? Ja? Wo bekomme ich Black Iron her? Was? Black Iron? Ja. Schwarzes Ei. Okay, ich sehe, wir haben ein Problem. Du brauchst es für die von den Turbinen. Ja, Turbinen-Housing-Block. Grafitbarren, das ist kein Problem. Geht eigentlich. Ich die Grafitbahn her? Grafitbahn, flüssige Kohle. Warte mal. House Casing und dann für Grafitbahn, Eisenbahren. Das war für diese Osklo Glasplatten da. Oslo Ingots. Also glaube ich zumindest. Ja, nee, aber mal, das war nicht dafür, das war für. Hatte ich das nicht gerade eben gehabt? Achso, bei diesem Elite-Core da oder was das war? Elite-Komponent. Black Iron, Ingot. In den du einen Eisenbahn mit einem Tintenfischer kombinierst. Okay. Klick doch drauf, schau dir die Rezepte an. Oder du solltest mal den Helm ausziehen und deinen Kopf richtig rumdrehen. Würde auch was bringen. Nö. Doch. Okay, ich brauche jetzt erstmal. Ich würde das einfach mal probieren, Vampir. Also zumindest das Ding mal zusammenzubauen. Ich würde das auch irgendwo da hinten bei dem Haus hinstellen. Einfach damit. Geschmolzenes Aluminium? Damit unsere Base geschützt ist. Ja, einfach deswegen. Weil mein Kollege, ich habe ja gesagt, drüber geredet, hat gesagt, wenn du es nicht richtig machst, dann fliegt dir die halbe Map um die Ohren. Bei den Tor bei der Turbine. Ja, wo, deswegen sage ich, Turbine kenne ich mich nicht aus. Aber dann bringt es auch nicht, wenn du es nur da hinten hinstellst, dann fliegt ja die Map trotzdem irgendwann um die Ohren, wenn das du Pech hast. Ja, vielleicht ist auch nicht die ganze Map. Wie wäre es, wenn du dann einen BRB-Reaktor machst, weil der fliegt dir wenigstens nicht um die Ohren, zumindest noch nicht, wenn du mit einem kleinen anfängst. Die kannst du ja nach und nach ausbauen. Eins, zwei, drei, vier. Zack, zack, zack. Passt. Ja, Chunkload alles und dann, okay.
Gut, dann baue ich erstmal den Big Reactor. Schön. Ich möchte, ich habe eine Bitte. Ja. Wenn du Holz demnächst abfarmen wirst, dass du die Setzlinge so auf die Blöcke wieder aufsetzt, so sortiert, wie ich das hier gerade mache, damit es einfach schöner aussieht. Und nicht so alles kreuz und quer. Okay. Gut, ja. Kann ich irgendwie sein? Ne, ich denke, das ist 13 mal 13. Was bist denn du da für Blöcke? Da muss. Okay, ich brauche 593 Casings für das Ding, was ich vorhabe. Ja. Deswegen sage ich gerade, fang doch schon mal klein an. Man kann ihn ja immer noch ausbauen. Ja, ich würde wenn dann gleich auf ordentliche Größe bringen, das ganze Ding. Ja, wenn wir die Materialien noch nicht dafür haben sollten. Affidbaum, Bleiplatten, okay. Leg dich mal bitte schlafen. Mach dich mal nützlich. Ich meine, wenn wir den dann einmal haben, dann haben wir ja erstmal keine Energieprobleme mehr, ne? Ja, wenn wir ihn haben, aber erstmal müssen wir den kriegen. Ich fange schon mal langsam an zu bauen. Sagen wir mal so. Und wegen dieser Grid Power, da bin ich irgendwie auch nicht so wirklich. Also, keine Ahnung, wie ich das damals hingekriegt habe mit dem. Ah, okay. Kann ich dir ehrlich gesagt nicht sagen, da ich gerade nicht weiß, was du da für ein Problem hast. Ne, ich will diese Luna Crystals herstellen. Und irgendwie, keine Ahnung. Wieder nicht so, wie ich will. Wohl kurz gucken. Ich brauch 593, hatte ich gesagt, brauchte ich noch. Da krieg ich 4. Ja, weil das Teil nur 15 Grid Power produziert. Gut, ich weiß natürlich nicht, wie viel du mit den Solarpanel. 1 pro Solarpanel. Dann müsstest du aber eigentlich, wenn du hier nebenbei ganz einmal kurz drehst, eigentlich genug herkriegen. Weil ich zum Beispiel krieg nur 15 Grid her. Weil die Panels aber halt nicht auf mich sind. Okay, ich baue den Reaktor erstmal 9x9x9. Einverstanden? Einverstanden. Weil wenn wir den haben, können wir vielleicht sogar und genug Materialien haben, können wir nämlich wegen den Erzding sprechen. Das war nämlich noch der nächste Schritt. Und den Erz, wenn wir das Erzding dann haben, ne? Dann wird's lustig. Und mal, gibt's noch eine zweite Crafting-Möglichkeit? Achso, mit Mana Steel Plates. Anstatt von Stahlplatten. Ja, brauchst halt wieder Eisenbarren und Mana. Aber wir haben noch, glaube ich, 7 Blöcke in einem, 7 Steilblöcke im Dings drin. Okay, jetzt muss ich mal kurz überlegen. Ich brauche 149, Nein, ja, meine Axt ist kaputt, sagt das doch einer. Ich brauche eine Stahlbarren oder 2. Also ich brauche 1200 Stahlbarren insgesamt. Ach du Scheiße. Für diese 9x9 Variante. Oder so viel Eisendinger. Haben wir beides nicht. Beziehungsweise Mana-Platten. Aber wir haben ja beides nicht so viel. Hat man nicht Eisen? Ja, aber nicht so viel. Wo ist denn die Eisen jetzt gleich nochmal gewesen? Ach so. Irgendwo da drin. Da oben 109 haben wir davon. Ich kann mal kurz gucken, was ist eigentlich die kleinste? 3x3x3, glaube ich. Dass du drin ein Block hast.
Müsste, glaube ich, die kleinste sein. Nee, ich muss 9 mal machen. Also 9 mal 9 mal 3 ist das kleinste, glaube ich. Also, so wird es mir zumindest gerade hier eben gesagt. Du kannst ein 3x3 machen. Also rein theoretisch gesehen, weil ich schon mal ein 3x3 gemacht habe. Okay, da waren es nämlich bloß noch 353 Casing Blocks, was ich brauche. Das heißt, du hast ein Luftdingen drin. Produziert natürlich nicht sehr viel Strom. Aber. War ich immer noch bei 700. Aber ich glaube, wir müssen eine ganze Weile. Ohne auskommen. Ja, dachte ich mir fast. Kyrotäum ist das beste Mittel zum Killen, okay? Ja gut, bei einem ganz kleinen brauchst du noch nichts zum Kühlen. Der ist es erst, wenn er richtig groß wird, dann wichtig. Machen wir hier den einen Kaktus kaputt, den brauchen wir nicht mehr. Moss ist set up. So. So will ich, dass in Zukunft die Setzlinge stehen. Okay, 3x3x3 würde auch gehen, Vampi. Und da würde uns. Okay, da wird uns definitiv genug. Was ist denn los? Ich habe doch dreimal gesagt, ein 3x3x3 ist das kleinste. Nee, es geht sogar noch kleiner. 3x3x1 geht sogar auch. Aber dann hast du ja gar keinen Luftraum drin. Also ich rede jetzt von 3x3x3 der Außencase. Dass du innen einen, dass du innen Luftblock einen hast. Du musst ja irgendwo ja das Yellowrid reintun. Das heißt, du hast ja mindestens einen Luftblock drinnen. Da hört er mir nicht zu. Furchtbar. Schlimm. Was war wie? Habe ich doch gesagt. Was habe ich gesagt? Liebe Leutchen. Ich verzweifle. Okay, wir bräuchten 96 Casings. Oh, bei 192 Eisenblöcken alleine für das Casing. Okay, das ist realistisch. Na dann, auf geht's, Vampi, ne? Viel Spaß. Und da würde uns 1,4 Millionen RF pro Tick geben, ne? Das sollte reichen, oder? Also laut der Seite, die ich da habe. Wie viel RF? 1,4 Millionen. Was denn? 3x3x3? Ja, also wenn ich das hätte glauben darf. Unwahrscheinlich. Sehr unwahrscheinlich. Gab es nicht irgendwo einen Trick, womit ich mehr als nur 2 Stöcke rausbekomme aus irgendeiner Maschine? Nein, nicht, dass ich wüsste. Warum habe ich das dann im Kopf gehabt? Egal. Zaun. Perfekto. Sollte reichen. Dann habe ich keine Ahnung, warum ich das so im Kopf hatte.
Ah, nee, 225 AF-Protik. Warum kam ich da auf Dings? Ich habe keine Ahnung, deswegen war ich so ein bisschen so. Hä? Ich kann dir nämlich sagen, lass mich mal ganz schnell googeln. Mine Quaffstein. Wie hieß die Mod nochmal? Und zwar brauchen wir für den Stufe 1 22 Casings. Wir bräuchten für die Stufe 1 Tier 1 ungefähr 264 RF pro Tick pro Erz. Ohne Modifikation, ohne Stufe 1. Für den Steinbruch. Aber erstmal dürfen die Leute bei dir weiter gucken. Also wie viel war das nochmal pro Tick? 264. 264, okay. Kommen die hier auf 22 Casing Blocks? Das weiß ich nicht. Ach, das sind die insgesamten Kosten. Oh, okay. Ich hab's verstanden. Okay, gut, also aber ich sag jetzt mal, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Beziehungsweise beim Flo kann man sehen wir uns das nächste Mal wieder. Dürfte gerne vorbeischauen. Auch natürlich abonnieren bei beiden Kanälen. Das ist eine Pflicht. Nein, Scherz. Und ich bei mir geht's dann los mit, naja. Mit dem Reaktor. Genau, da kann man dann mal bei dir mal gucken, ob du es hinkriegst oder nicht. Ich wollte immer noch diese Black Iron Slate. Ja, ich habe dir jetzt gesagt, wie es geht. Ich habe es vergessen, Bumpy. Eisenbarren und Tintenfisch, okay. Säcke oder irgendwas anderes schwarz färbendes. Also, ciao. Okay, ciao.